Hallo an alle. Wir haben heute einen Patienten, der aufgrund seiner Acne papulopustulosa pustulosa und Acne comedonica bei uns in Behandlung ist. Die Behandlung ist eine Kombibehandlung. In der Kosmetik ist der ja zu Fruchtsäurebehandlung. Dabei wird die Haut vorbereitet auf die Tiefenausreinigung von den Unreinheiten der Patient. Verstärkt dann im Gesicht hat. Wir haben heute schon die 5. Behandlung mit Fruchtsäure und dadurch ist die Haut schon mit im viel besseren Zustand wie am Anfang. Und das wollen wir alles heute mal ein bisschen demonstrieren und zeigen in einzelnen Schritten. So, wir starten jetzt mal mit manueller Abreinigung der Haut, bevor wir dann mit Fruchtsäure behandeln. Wir beginnen jetzt mit Fruchtsäurebehandlung. Der Patient hält schön die Augen geschlossen. Wir verwenden bei uns eine Glykolsäure als Fruchtsäure. Das kann auf der Haut brennen, witzeln. Das kann sich so anfühlen, als ob da tausende Ameisen im Gesicht krabbeln. So, der Patient sagt auch Bescheid, wenn es zu viel ist. Ich schaue natürlich auch, wie die Haut reagiert. Und dadurch wird da die Verhornung der Haut gut abgelöst. Die Unreinheiten werden aufgeweicht. So kann man dann besser die Tiefenausreinigung durchführen. Wie wir sehen, die Haut reagiert ganz schön mit einer Rötung. Das ist aber normal. So, jetzt werden wir das mal mit einem Kompressor erstmal abnehmen aus dem Gesicht und danach im nächsten Schritt tun wir neutralisieren und ablöschen mit einer Lauge, damit die Fruchtsäure nicht mehr auf der Haut arbeiten kann. Da haben wir jetzt wieder diesen tollen Effekt. Das zischt so richtig, ja, das sieht man ja auch hier, wie das schäumt. Das ist die chemische Reaktion der Lauge auf die Säure. Wir sehen hier ganz deutlich viele Komedonen. Das sind die offenen Komedonen, die mit dem schwarzen Tropfen und einzelne Pusteln und Pappeln, die teilweise auch entzündet sind. Die werden wir jetzt versuchen aufzureinigen. Wir werden die Haut bzw. die Poren ein bisschen aufmachen, damit wir diese ganzen Unreinheiten besser rausholen können. Wir desinfizieren jetzt auch mal im Ohr. Da haben wir ja auch ein Komedo. Somit wird die Stelle gelockert.
bei der Ausreinigung muss man ja sehr, sehr vorsichtig und gezielt arbeiten, gut desinfizieren und die Haut nicht zu verletzen, damit nicht zusätzlich zu Irritationen der Haut kommt. So, die Ausreinigung haben wir schon beendet. Der Patient hat jetzt eine Beruhigungsmaske bekommen, die die Rötung und die Schwellung ja auch abnimmt. Die bringt ja auch Feuchtigkeit und hier können wir gerne zeigen, was wir aus den Poren, aus der Haut alles rausgeholt haben. Das ist nicht alles, das ist ein Teil davon.